Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge StarCraft 2 Legacy of the Void Replays. Heute hier das erste Mal mit einem Match aus der DreamHack Leipzig. Oder von der DreamHack Leipzig, so ist eigentlich richtig. Aus der zweiten Gruppenphase in der Gruppe A haben wir hier ein Match, ein ZVP. Und ich stelle jetzt erstmal natürlich die Kontrahenten vor hier. Links oben rechts oben gespawnt, er ist vom Team Euronix. Es ist Firecake, der hier gleich ein bisschen Käse spielt. Aber darauf gehen wir gleich erst später ein, denn wir schauen uns erstmal hier auf der anderen Seite seinen Kontrahenten an. Vom Team Millennium haben wir nämlich hier in blau spielend den Protoss. Es ist Lilbo. So, und wir sehen hier, wir haben hier den frühen Pool gesehen. Dann Extraktor-Trick, um noch ein paar mehr Drohnen zu haben. Und jetzt ein Overlord. Das heißt, jetzt werden dann gleich wahrscheinlich Linge dazukommen. Das Ganze haben wir natürlich gegen ein Nexus First. Das heißt, da ist keine Wall gleich. Mal schauen, was daraus wird. Noch allerdings keine Excellent von Firekick. Jetzt werden drei Link-Paare kommen. Genau, da kommen sie. Sechs Linge insgesamt sind das dann natürlich. Und hier kommt jetzt erst das Gateway. Das ist riskant. Mal schauen, ob er das abwehren kann. Hier unser blauer Protoss. Interessanterweise auch hier direkt die Echse genommen. Wahrscheinlich, um anzudeuten, dass er die dritte genommen hat, wenn hier Lilbo das Ganze gleich scouten wird. Aber vorher werden hier die Linge rauskommen. Mal schauen, ob jetzt diese Probe auf die Linge trifft. Und das ist der Fall. Hier sieht Lilbo, dass die Linge kommen. Es kommen auch noch weitere Linge dazu. Hier zwei weitere und hier waren nochmal zwei, die erstmal versuchen, die Probe abzufangen. Hinterher kommt jetzt die dritte Hatchery von Firecake, also möchte hier zwar etwas cheesen, aber jetzt doch nicht alles da rein investieren. Zellet wird gekronenboostet. Jetzt ist die Frage, ist sie schnell genug da? Es wird auf jeden Fall vorher schon mal ein Pylon gesetzt, um hier gleich die Linge zu blocken, damit sie nicht in die Main kommen. Wenn er sie jetzt hier geschickt anstellt, bewirkt es allerdings hier, ja okay, es soll sogar so sein. Der Zellet kommt hinten nur raus. Und das Gateway wird hier schon stark angegangen. Der Pylon lässt er hier durchkommen. Dieses Gateway wird er vermutlich gleich abbrechen oder möchte er sich die Zeit noch mehr erkaufen? Ja, das war riskant, denn jetzt geht's hier drauf. Die Probes kommen allerdings dazu. Der Mothership Core sollte jetzt gleich schnell gekronenboostet werden, da kommt er auch. Denn der Cybernetics Core ist durch. Wir sehen, im Income sollte jetzt hier gerade Firecake deutlich vorne sein, denn alle Probes hier sind gepullt, um natürlich diese Linge hier anzugreifen. Es geht hier schon sehr, sehr gut los für den roten Zerg aktuell. Jetzt ist allerdings der zweite Zelle da. Der Mothership Core kommt dazu. Hier ist allerdings kein Pylon. Er kann keinen von Overcharge setzen, aber langsam aber sicher wurden hier alle Linge aufgeräumt. Wir sehen hier drei getötete Arbeiter. Obwohl es hier die DreamHack ist, ist leider noch ein Match, was nicht gecastet wurde. Deshalb sehen wir hier diese schönen Anzeigen nicht. Das heißt, ich muss das immer selber hier, ja, muss dem selber nachhelfen. Die drei Zelle sollen jetzt rüberlaufen. Wir schauen mal auf die andere Seite. Was gibt es denn hier? Wir haben drei Drohnen hier auf den Minerals, hier gar keine. Insgesamt hier 19 im Income, sollten jetzt beide wieder gleich sein. Kleiner Vorteil für den Zerg in den Mineralien, weil er selbst halt gar kein Gas meint aktuell. Das ändert sich in diesem Moment. Und ja, jetzt ist die Frage, kommen Linge dazu? Ja, zwei Stück, das reicht aber sicherlich nicht für drei Zellets. Wir haben hier zwei Queens, das ist schon besser. Mit zwei Queens kann man drei Zellets eigentlich ziemlich gut besiegen, denn die Queens haben die Reichweite und die Zellets nicht. Soll auch schon direkt der Creep kommen. Ja, und jetzt geht's hier drauf von Lilbo. Mal schauen, ob er hier Schaden machen kann. Nimmt erst mal den Creep-Firma raus. Schön die Energie hier für den Zerg verschwendet. Aber diese beiden Queens versuchen jetzt hier natürlich zu kiten. Zwei Linge gehen down. Für drei Zellets wäre das allerdings ein ziemlich schlechter Trade. Die dritte Queen kommt dazu, eine vierte auch. Und es sieht so aus, als würde hier... Ah, die Queen ist sehr, sehr niedrig, was Hitpoints angeht. Firecake versucht hier alles, um diese zu retten. Der Zealot rennt ihr immer hinterher, aber es reicht nicht. Die Queen überlebt, damit sieht das Ganze schon wieder deutlich anders aus. Hier hat der Protoss jetzt einfach 300 Mineralien verschwendet und dafür zwei Linge getötet, also 50 Mineralien. Das war nicht so erfolgreich, wie er sich erhofft hatte, aber parallel nimmt er hier hinterher die Echse, nimmt die dritte Basis, versucht hier also sehr ekolastig zu spielen. Wir sehen hier 14 Probes auf den Mineralien, hier 16, also voll saturiert, plus die zwei Gasgeysiere. Insgesamt sehr wenig Gas für einen Protoss hier, deshalb kommen jetzt hier auch die beiden dazu, um das Ganze natürlich hier etwas zu korrigieren. Leertech ist allerdings schon hier im Bau. Mal schauen, was er damit anfangen will. Möchte er gleich einen Mutapush spielen? Dafür würde sprechen, dass er hier viel Gas aktuell nimmt. Allerdings ist hier noch kein Gas. Hier wird gerade der Overlord der Scouten soll rausgenommen und da soll ein Stargate kommen. Das sieht hier Firecake nicht mehr. Das kam zu spät.
Aber hier ist auch noch ein Overlord. Den bekommt er allerdings nicht. Er weiß, Firecake weiß allerdings hier von der dritten für Lilbo. Das ist sehr wichtig, dass er das weiß. Und so weiß er, dass hier keine direkte Gefahr droht von einem Two-Base-Push. Evolution Chamber, Roadrun kommt dazu. Der Attack ist jetzt gleich durch. Mal schauen, was er damit anfangen will. Das einmal nur haben, um Overseer zu morphen. Oder soll hier direkt was hinterherkommen? Es kommt auf jeden Fall erstmal der Overseer und 11 weitere Drohnen. Also im Moment möchte er eher noch seine Eco verbessern. Double Stargate haben wir jetzt sogar hier für Lilbo. Ungescoutet. Das heißt, es werden vermutlich Phoenixes kommen. Können natürlich auch probieren, hier auf den Mars Oracle zu gehen. Aber nein, es kommen wirklich die Phoenixes. Hier sind die Adepten. Und irgendwo war ein Changeling, der gerade gestorben ist, hier vorne. Income-technisch sehen wir, der Zerg ist vorne, aber gar nicht so weit, wie man es vielleicht erwarten würde. Wobei er jetzt 70 Drohnen hat, das ist schon ganz ordentlich. So, viel mehr möchte er ja gar nicht haben. Sollte gleich eigentlich die vierte nehmen am besten. Parallel gibt es aber hier 9 Roaches. Der Spire kam aber nun doch nicht, denn der Spire wurde wieder abgebrochen. Hier sehen wir es. Deshalb kam jetzt der Hydrodan. Hat sich also hier schnell nochmal umentschieden. Und ja, Phoenixes nehmen jetzt hier die ersten Overlords raus. Währenddessen sollen hier die Adepten lospushen. Aber hier haben wir viele, viele Roaches. Ich denke, das wird nicht so erfolgreich sein. Der Schatten geht natürlich hier voraus. Schauen, ob er hier reinrennt. Ja, macht er. Und versucht hier, Drones zu killen. Wir sehen hier gerade, sind jetzt 2 rausgegangen. 4, 5, 6, 7. Dafür sind allerdings viele Adepten angegangen. Wir sollten hier im Income... Hat sich sogar einigermaßen gelohnt. Hier geht es sogar noch Queen Down an den Phoenixes. Und mal schauen, ob die jetzt hier gleich noch ein paar Drohnen mitnehmen können. Denn hier gerade die zum Gas fliegen zum Beispiel, die sind sehr schön, um hier abkommen zu werden. Da kommen noch mal frische Drohnen, aber es scheint hier so, als sei die Energie gerade nicht mehr richtig vorhanden. Ja, wobei, hier hätte er noch einen Lifts gehabt. Aber naja, Creep Spread soll jetzt hier weitergetrieben werden. Ist nicht so besonders stark, muss man sagen. Allerdings sehr breit gefächert. Das gefällt mir daran ganz gut. Aber er hätte schon ein bisschen weiter sein können. Die Overlords versuchen hier möglichst nah über der Armee zu stehen. Hier kommen Drohnen allerdings runter. Die kann er natürlich alle mitnehmen. Währenddessen sind jetzt die Hydras da. Wahrscheinlich kam der Hydra dann als Reaktion auf das Stargate, was er gescoutet hat. Er hat zwar nur eins gesehen, aber ja, ich denke, das war der Grund, warum er den Spire dann abgebrochen hat und auf den Hydra dann gegangen ist. Aber immer weiter fallen die Probes. Wir sehen jetzt inzwischen 18 getötete Worker. Armeetechnisch sind beide relativ gleich, wobei eine Armee ist sogar der Protoss inzwischen vorne, weil hier noch ziemlich viel Bau ist. Genau, Drohnen sind im Bau für Firecake. Ja, und diese Basis ist jetzt hier, zwar steht sie, aber es kann nicht gemeint werden, denn der Spawncaller war noch nicht durch und deshalb können alle Drohnen dort abgeräumt werden. Inzwischen haben die Hydralisken das 1er Attack Upgrade, das 2er ist jetzt im Bau, das 2er kommt jetzt nun doch, so wie hier der Hive. Auf der anderen Seite 3 Immortals gleichzeitig. Bereitet sich hier also eigentlich vor auf Ultras. Was anderes kann ich mir gar nicht erklären. Doch, Ultras haben wir noch nicht. Der hat dann den Hive gescoutet. Ja, wahrscheinlich exakt deshalb, dass hier diese Transition da kam auf die Immortals. Aber die Immortals sind natürlich jetzt nicht so besonders stark gegen die Hydralisken. Gegen Roaches sind sie gut, gegen Ultras sowieso. Aber gegen Hydralisken sind sie jetzt nur nicht so stark. Gegen Lurker, da werden sie wieder ein bisschen stärker, aber Lurker kommen nicht. Es kommen einfach nur Hydralisken, Roaches und der Greater Spire. Sollen also hier Broodlords kommen. Ja, dessen kann jetzt endlich hier diese Basis anfangen zu minen. Die Phoenixes auf der anderen Seite stehen hier einfach nur rum, sammeln Energie. Sollten allerdings hier aktiv weiter genutzt werden, versucht hier noch irgendwelche Overlords abzugreifen. Doch hier stehen ja keine rum, das heißt, er kann keine finden. Auf der anderen Seite gibt es währenddessen hier das 1er Attack Upgrade gegen 2-2, was gleich durch ist. Also da hatte Lilbo schon einen ordentlichen Nachteil, was die Upgrades anbelangt. Und jetzt sind auch die ersten Corruptor unterwegs, die natürlich gleich zu Broodlords werden können. Vorher vielleicht allerdings nochmal was machen können gegen unsere Phoenix auf der anderen Seite der Map. Ja, die Vipern laden hier gerade ihre Energie auf. Das ist immer sehr schön, hier gerade diesen Flächenschaden zu machen, den die Parasitenbombe hier auf und diese Phoenixes. Hier sollte eine Scouting Roach kommen, die hat sich jetzt allerdings erledigt. Sieht allerdings immer noch unverändert viele Phoenixes. Lilbo auf der anderen Seite hat noch keine vierte Basis. Inzwischen sollte seine Main eigentlich fast schon mined out sein. Ja, wir sehen es hier. Hat hier noch 16 Arbeiter an den Mineralien. Das sind aber zu viele. 8 sind nur noch benötigt und selbst die haben nicht mehr so viel
zu meinen. Also er braucht hier langsam mal die vierte, entweder hier oder natürlich hier, so wie sie Firecake auch genommen hat. Firecake baut immer mehr Spawncrawler, währenddessen hier der Attack auf die Broodlords. Ist jetzt auch schon, ja, ist noch nicht gemaxt, aber könnte das jetzt langsam mal machen. Er sollte eigentlich genug Income dafür haben, dass er gleich gemaxt ist. Oracle kommt dazu, um natürlich für Detection zu sorgen. Beziehungsweise die Einheiten zu markieren. Gegen Brutals braucht man natürlich eigentlich Tempest. Das hat er mit einem Doppel-Stargate eigentlich auf dem Weg, aber hat dann den Tech doch nicht weitergemacht, hat keinen Fleet-Geek und kann das also nicht hier Transition auf Tempest spielen und so viele Mortals bringen halt gegen Ultra, gegen Brutals überhaupt nichts. Er hat halt nur Phoenixes. Und hier sehen wir die Parasitenbombe, wie sie wunderbar getroffen hat. Hier relativ viele gingen down, aber hier stehen noch ein paar rum. Das ist die Frage, wie viel Energie haben die Viper noch? Er sollte auf jeden Fall mal die Phoenixes langsam dazuziehen. Die stehen nämlich hinten rum. Währenddessen geht er hier einfach drauf, ohne die Phoenixes zu berücksichtigen. Hol doch die Phoenixes dazu. Dann kann er nämlich die Brutals hier eigentlich relativ einfach down nehmen. Das ist jetzt der Fall. Da kommen allerdings wieder die Vipern. Und die Parasitenbombe sitzt diesmal. Und die Einheiten klumpen. Und damit sind alle Phoenixes down. Das hat Lilbo hier nicht gut gemacht. War wahrscheinlich auf der anderen Seite beschäftigt und deshalb muss er leider auch GG schreiben. Das war einfach ein sehr, sehr schlechter Kampf. Er hatte eigentlich eine gute Ausgangsposition. Das Einzige, was gegen ihn sprach, waren die Upgrades. Aber, ja, war nicht so toll insgesamt. Hätte man die Phoenixes dazugezogen, als die Vipern keine Energie hatten. Die Vipern haben sich hier zwischendurch natürlich wieder aufgeladen. Das war deshalb extrem blöd und ja, eigentlich braucht man auch Tempest dagegen. Und die Immortals haben ihm halt überhaupt nichts gebracht. So viele Immortals bringen halt nur was gegen Ultralisten. Er hat auf die Ultralisten gehofft wahrscheinlich oder erwartet hat er sie zumindest. Und deshalb haben diese Ultralisten, dadurch, dass die Ultralisten nicht kamen, waren die Immortals relativ unnötig. Ja, das war's für heute. Damit steht es, das machen wir mal eben noch schnell, 1:0 für Firecake. Moment, so. In dem Best of 3 natürlich. Morgen gibt es dann das zweite Match. Übermorgen eventuell ein drittes, falls es ein drittes gibt. Und ja, das war's für heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich schaue beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts könnt ihr auf die nächste Folge klicken. Hier unten rechts auf ein anderes Projekt von mir. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.